Im letzten Monat habe ich über Zielkonflikte gesprochen. An dieser Seite gab es einige Entwicklungen in den letzten Wochen. Auf der Covid-Seite sehen wir erfreuliche Nachrichten. Die Restriktionen in vielen Ländern können gelockert werden. Es bleibt nur hier immer noch ein großes Risiko. Und das bedeutet die Situation in China, ob dort entweder mit oder ohne Null-Covid-Strategie es nochmal zu deutlichen Einbußen auch auf der wirtschaftlichen Ebene kommt. Dann haben wir einen weiteren Zielkonflikt gehabt, das war die geopolitische Komponente. Hier gibt es mit der jüngsten Provokation von der russischen Seite keine guten Nachrichten. Wir sind nicht sicher, wie die ganze Situation ausgehen wird und eine wirklich weitreichende militärische Eskalation ist nicht auszuschließen. Dennoch gehen wir in unserem Basisszenario nicht von einer umfassenden militärischen Aktion aus. Dann kommen wir zum letzten Zielkonflikt, der war auf Seiten der Geldpolitik. Hier gab es im Februar eine klare Positionierung der EZB zugunsten der Preisstabilität. Das heißt, die EZB wird sich anderen Zentralbanken anschließen und auf absehbare Zeit, das heißt zum Ende dieses Jahres, den ersten Zinsschritt vornehmen. Damit verändert sich dann auch der Ausblick für die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre. Um die Inflation nach unten zu bringen, werden die Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks eine Serie von Zinsschritten durchführen. Das hat Auswirkungen auf die Konjunktur. Und dementsprechend haben wir auch in unseren Mittelfristprognosen Anpassungen gemacht. Die Konjunktur wird in den kommenden Jahren nicht mehr so stark laufen und 2024 wird es ein schwaches Jahr geben, bei dem auch eine technische Rezession nicht mehr auszuschließen ist. In diesem Umfeld, auch getrieben durch den Wegfall zum Beispiel der EZB-Käufe, wird es einen weiteren Anstieg der Renditen geben und die Anleihen für Unternehmen werden teurer werden. Der Ausblick für Aktien wird volatiler sein, doch bis eine unmittelbare Abschwächung der Konjunktur, und das erwarten wir in unserem Basisszenario erst 2024 bevorsteht, sollten wir noch einiges an Potenzial haben. Aber auch da dürfte es dann zu einer umfassenderen Schwächephase kommen. Musik